Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Wie ist das eigentlich? Du hast ja gesagt, du hast angefangen mit dem German Truck Simulator, hast dann irgendwie ein bisschen was gebastelt und dann irgendwann bist du auf die Idee gekommen, jeder macht seinen eigenen Stiefel, warum werfe ich die nicht alle zusammen? Ja? Ja, das war mehr oder weniger so. Also ich habe zufällig angefangen, da hatte ich kein Internet, da hatte ich das Spiel irgendwo mal im Regal um 5 Euro oder 7 Euro oder irgendwas gekauft, war ja damals ziemlich billig, das GTS. Also ich habe nicht zu GTS Anfangszeiten angefangen, sondern erst irgendwann mal mittendrin. Habe dann mir das Spiel angeschaut und habe einfach gesagt, ja, ist ja eigentlich ganz nett, aber erstens, ich will nicht nur in Deutschland rumdaddeln. Ich will nicht nur diese paar Trucks hier haben und ich hätte gern ein bisschen mehr Leben. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen zu googeln, wo gibt's was. Dann habe ich so eine Euromap von einem gewissen Mario gefunden. Da habe ich dann einfach mal freien Herzens dran angefangen rumzubasteln. Zum Glück war er ein ziemlich offener Modder, der mich dann einfach angeschrieben und hat gesagt, ja, coole Sachen machst du da auf meiner Map. Na, lass uns doch in Zukunft zusammen weitermachen. Und dann später noch war man dann schon in Foren aktiv. Also ich habe mir dann einen Account in gewissen Truck-Sim-Foren gemacht. Und dann habe ich Harry kennengelernt, also Harry mit seiner Mappe Harry Peel damals. Der hat Deutschland überarbeitet, ein bisschen erweitert und so weiter und so fort. Da haben wir uns dann auch kennengelernt. Dann haben wir ein bisschen angefangen, die Sachen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen. Ein paar Sachen wusste er weiter, ein paar Sachen konnte ich besser und so weiter und so fort. Und dann so gegen Schluss von GTS haben wir uns halt überlegt dann, wie schaut's aus bei ETS 2? Guckt mal wieder jeder an seiner Map rum und gibt's dann wieder 10, 20, 30 Maps, jede mit 5, 6 Städten, wo man überall mal gern hinfahren würde, oder versuchen wir einfach ein großes Ding draus zu machen. Ne? Und wir wussten, das ist viel Arbeit, aber wir haben dann auch unerhofft ziemlich viel Unterstützung gekriegt. Wir haben mit Rob und Thomas zwei super Administratoren gefunden. Also wie gesagt, die ganzen Forengeschichten und so, da müssen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Wir kümmern uns praktisch nur noch ums Kreative. Und wir haben dann auch Zusprache bekommen von alten, sagen wir, alten Moddern von früher, wie El Cavana oder so, die wieder angefangen haben. Zeppelin, der uns mit Schildern zudröhnt. Willem, der uns 10.000 Skins macht. Dann habe ich auch, dadurch, dass ich Italiener bin, ein bisschen italienischen Vor- und nachgefragt und habe da noch ein paar Leute geholt. Es läuft eigentlich ganz gut. Das Problem ist, ein bisschen die Gruppe zu koordinieren, weil zum Beispiel mit Mario, wir kommunizieren nur mit Google Translate, weil er natürlich in Kyrillisch schreibt, ich in Latein. Ist teilweise ein bisschen lustig, den ganzen Gruppen beieinander zu halten. Offizielle Sprache ist dann irgendwo vielleicht mal Englisch, aber irgendwo auch einfach Hände und Füße. Also macht Spaß so. Ja, genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Wie groß ist euer Team? Was habt ihr für Nationalitäten und ja, wie wird das koordiniert? Das wäre ganz interessant, glaube ich. Ja, also wir haben an Nationalitäten Deutschland, Österreich, Italien, Bulgarien, Russland, Holland und ich glaube, das war es vorerst auch mal. Wie viele Leute sind das? Im Ganzen mit unseren Moderatoren, ich denke mal so um die 20 Leute rum werden wir sein, die jeder, je nachdem wie er kann und wie es ihm die Zeit auch erlaubt, vom Real Life her und so an der Sache arbeitet. Das Wichtige ist ja nicht, dass jetzt einer alles macht oder einer gar nichts macht. Das Wichtige ist einfach, dass jeder das macht, was er kann und dass auch die Kommunikation so weit passt, dass einer sagt, ich kann die nächste Zeit kaum oder ich kann nur das und das machen, also zählt es jetzt nicht auf mich oder so, dass man das einfach weiß, ne? Dann das nächste Mal hat vielleicht der gerade 2 Wochen Urlaub und sagt, okay, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, ich kann jetzt durchziehen, schmeiß mir das und das rüber, dann mache ich das fertig. Und dann funktioniert das Ganze auch irgendwo. Was steckt dir da an Zeit rein so? Eigentlich, sag mal 80% der Freizeit mal sicher. Also zumindest bei mir. Ja, ja. Ja, da kann man sich ein bisschen was vorstellen. Was machst du im normalen Leben, wenn ich fragen darf? Ich programmiere für eine Softwarefirma in München. Okay, und verstehe. Eigentlich programmieren tue ich kaum noch was. Eigentlich schon seit Jahren nicht mehr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr richtig programmieren, aber ich koordiniere dort zufälligerweise auch ein Team und habe halt die Vorgaben, was rauskommen soll und wie es lokalisiert werden soll und so weiter und so fort. Okay, dann bist du quasi so ein bisschen vom Fach. Ja, ein bisschen. Ja. Wie ist denn das mit der Finanzierung? Also ich stelle mir das ja nicht gerade, ihr müsst ja auch irgendwie Webspace irgendwie zur Verfügung stellen, um das Zeugs runterladen zu lassen und so. Es wird ja Geld kosten, oder? Ja, am Anfang haben wir das so gemacht, da haben Harry und ich einfach gesagt, wir investieren jetzt diese 200-300 Euro in diesen Webspace.
Und das können wir uns leisten, das ist es uns wert und das machen wir. Ne? Dann als Rob und Thomas dazu kamen, mittlerweile sind wir ja schon, ich glaube, zum dritten Mal jetzt umgezogen vom Webserver her, weil wir dachten auch nicht, dass das so extrem schnell wächst und die Kapazitäten von den alten Servern haben noch nicht mehr gereicht für die ganzen User und Downloads und Geschichten und so weiter und so fort. Und mittlerweile finanzieren wir uns, wir haben Spenden auf der HB, da kann man was spenden, wer das Projekt cool findet. Und wir nehmen auch durch die Downloads ganz gut was ein. Also Das es ist ein reicht, um wichtiger das. Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt. Da bin ich gerade erst gestern oder so drüber gestoßen, drauf gestoßen, drüber gestoßen. Ach, Fränkel. Drauf gestoßen, dass ihr ja ein bisschen was dafür kriegt und dass Leute, die dann das irgendwie runterladen und irgendwo selber nochmal anbieten, ja im Prinzip eigentlich fast schon Raubkopiererei betreiben, ne? Ja, im Großen und Ganzen schon. Also ich bin, was dieses ganze Raubkopiererei und so angeht, ich bin da ein bisschen mehr italienischer eingestellt. Also ich sage immer, es ist ein Spiel, es muss Spaß machen und sollen die Leute machen, was sie wollen. Natürlich nicht. Wir arbeiten dran, wir stecken unsere Freizeit rein, wir haben unsere Serverkosten und vor allem das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja auch mit diesem Projekt, das war damals so ein Gedanke von mir, wie gesagt, wenn ich schon rumdaddel die ganze Zeit, statt was Nützliches zu tun, dann versuchen wir was Nützliches damit zu tun. Also das Ganze, was am Jahresende übrig bleibt, neben Serverkosten und so weiter und so fort, das spenden wir in ein Tierheim. Also dieses Jahr wollen wir das dem Tierheim in Linz spenden. Und dass das alles no profit bleibt. Also wie gesagt, ich sehe jetzt keinen Schaden darin, weil wir wollen ja nichts verdienen dran. Es ist halt einfach eine Benehmenssache, eine Erziehungssache irgendwo, sage ich mal. Wenn ich das von dem nehme, könnte ich einfach den Link so lassen und die Sache wäre okay. Wer es dann nicht machen will, ist halt so. Ich glaube, Kann das man wissen nicht. Ich was glaube, das wissen nicht viele. Ich glaube, in dem Fall, glaube ich, ist es wirklich das Problem, dass nicht viele wissen. Also mittlerweile sollte sich rumgesprochen haben, dass man Spiele, wenn man kopiert und weiß der Geier, dass man da jemanden um seine geistige Arbeit, um seine Erlöse irgendwie ein bisschen betrügt. Aber ich glaube, bei diesen Mods, da denken die Leute gar nicht drüber. Das wissen die, glaube ich, nicht. Das habe ich selber nicht gewusst. Habe ich jetzt eben zufällig gelesen irgendwie. Ja, also die meisten wissen es nicht, aber es gibt schon einige, die das bewusst auch so machen, weil Ja, klar. es kommen ganz schöne Downloadzahlen rein und ich meine, schmeißt das ganze kleine Zeug zusammen, auch wenn es jetzt noch kleine Mods, sagen wir mal, um 10, 15 Megabyte sind, aber die erreichen teilweise Downloadquoten um die 20, 30.000, da kommt schon was rein, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich habe das gesehen, ich hatte früher nur bei Rapid geuploadet, da hat man nichts für gekriegt oder auch keine Unterstützung und so. Das Einzige, was ich von Rapid damals gekriegt habe, war dann irgendwann mal ein Premium-Account. Aber ich habe mir von Rapid mal angeschaut, von GTS-Zeiten her. Also die letzte Map hatte 40.000 Downloads, war circa 2 GB groß, das Download-File. Also da kommt schon ordentlich was an Traffic zusammen. Ja. Du hast schon gesagt, das hast du ja schon angedeutet, du greifst ja meinen Fragen vor, das ist ja unverschämt hier. Und zwar, wie ihr euch untereinander absprecht. Das funktioniert wirklich mit Google Translator, das ist ja sehr witzig. Also, wenn es ins Ja, Russische geht, ne? also wie gesagt, mit den meisten Leuten bei uns kommunizieren wir in Englisch. Also zum Beispiel, wenn ein Italiener red ich auf Italienisch. Wenn jetzt Harry zum Beispiel was mit dem Italiener klären muss, dann reden die halt in Englisch. Ne? Unser Problem ist halt Mario zum Beispiel, der ist Bulgarier. Ne? Mit dem kommuniziere ich seit eh und je eigentlich nur via Google Translate. Und ich dachte am Anfang eigentlich, er kann Englisch, weil er hat mich immer auf Englisch angeschrieben, ich habe immer auf Englisch zurückgeschrieben. Und dann hat er mir irgendwann mal eine Mail geschickt, weil ich habe halt ein ziemliches Slang-Englisch geschrieben, also wie zum Beispiel Gonna oder so Geschichten halt. Ne? Ja. Und die hat dann der Translator nicht übersetzt, dann hat er gesagt, schreib bitte normales Englisch. Mein Google Translate übersetzt mir das nicht. Ne? Ja, Ich verstehe. wusste bis da, ich dachte immer, er kann Englisch, aber na, und, ja. Wie muss man sich das in der Praxis eigentlich vorstellen? Können alle gleichzeitig irgendwie an irgendeiner Map rumarbeiten oder geht das gar nicht? Nein, das geht nicht. Also es kann immer nur einer an der Map arbeiten, rein theoretisch. Wir machen das aber so, wir haben uns die Dateien aufgeteilt, die in der Map sind, weil das, was du einfügst, sind ja zum Beispiel Schilder, Gebäude und so weiter und so fort. Das sind ja die Sachen, die du einfügst. Und da haben wir uns eine Nummerierung im Team gegeben. Also zum Beispiel, ich habe Nummer 2000 bis 3000, das sind meine Slots. Wenn ich irgendwas einbaue in die Map, dann trage ich das dort ein. Harry hat dann 4000 zu 5000 zum Beispiel, Mario 6000 zu 7000 und so weiter und so fort. Damit haben wir erstmal geklärt,
wenn die Sachen eingebaut werden, dass da verschiedene Slots sind, dass wenn wir danach die Sachen zusammenschmeißen, es da keine Probleme gibt. Dann haben wir das so geregelt, dass wenn wir die Map bauen, also wir haben immer die Basismap, dann sagt zum Beispiel ich bin jetzt an der Basismap dran, macht da nichts. Wenn ihr was bauen wollt, dann baut zum Beispiel, Harry macht zum Beispiel jetzt Dänemark oben. Ja. Ich bin zurzeit an der Basismap, weil ich Mittelitalien fertig wurschtel und jetzt nach Süditalien runtergehe. Harry macht zum Beispiel oben Dänemark, hat das aber noch nicht an die Map angeschlossen, also der Map frei rum. Wenn er dann fertig ist, na, nehmen wir seine Arbeit, kopieren die einfach in unsere Map rein. Und somit ist es möglich, dass mehrere Leute an der Map arbeiten. Aber das geht halt nur, wenn man sich wirklich gut koordiniert, wenn man die Nummern vorerst abspricht und wenn man sagt, was wer wo macht. Ja. Wenn das jetzt ein bisschen unkoordiniert läuft und zwei Leute mitten in der Map arbeiten, dann hast du ein Riesenproblem, weil das ist dann so ein Gefusel und ein Kopierdel und dann hast du Fehler drinnen und kriegst es nicht mehr raus und das läuft dann nicht. Wir haben es jetzt schon gesehen, wir haben jetzt für die Dreier-Map haben wir, weil unsere Zweier-Map läuft ja noch auf der, sagen wir, Original-ETS-Map von Release, ne? Jetzt für die Dreier haben wir die komplette Patch 1.3-Map genommen und unser ganzes Zeug, was wir hatten, dann nochmal reinkopiert. War natürlich auch 2 Wochen Arbeit, überhaupt an den Grenzen das alles wieder anzuflicken und hinzukriegen. Ja, deswegen versuchen wir das so gut wie möglich zu koordinieren, dass man da die kleinsten Umstände hat, sagen wir mal so. Ups! Verzeihung. Ah, ich, da, die Leitplanke hat mich gerade angefallen. Bist du gerade auf der Brenner-Autobahn oder? Ich weiß nicht, ich habe da, ich meine, da war, also die ist, hat mich ganz deutlich angesprungen, die Leitplanke. Also ich konnte da gar nichts dafür. Die ist quasi Ja. auf mich draufgesprungen, deswegen habe ich jetzt mal. Das würde ich mal sagen. Ja, mein Gott, kommt vor. Ja, ich muss mich ja ein bisschen darauf konzentrieren, was du erzählst, ne? Sonst kriege ich ja nichts mit hier. Also pass auf, was mir wichtig wäre, mal ein bisschen zu besprechen oder was ich gern von dir wissen möchte, ist, ich finde alles super, alles toll, ja? Klasse und bin echt dankbar. Aber was zur Hölle ist mit diesen blöden Lags? Also, es hat immer mal so Ruckler, das Spiel, ja, auch in der Grundform, aber durch eure Map wird es manchmal, was passiert da oder warum ist das so? Also momentan, das, was wir herausgefunden haben, ist, wir setzen einige Cutlines weniger als SCS selber. Das werden wir in der Dreier mehr setzen. Cutlines sind so Linien, die man im Editor setzt. Das sagt im Spiel praktisch, hinter der Fläche siehst du nichts mehr. Ne? Also da ladest du nichts. Ja. Ja? Davon haben wir ein paar weniger verbaut. Und also bei uns wird mehr von der Map geladen auf einmal. Ne? Okay. Was den Vorteil hat, dass wenn man einen richtig starken Rechner hat, dass es flüssiger dahin flutscht, ne? Weil keine Cutlines drinnen sind. Andererseits, die FPS sinken überhaupt bei schwächeren Rechnern und dann hast du auch teilweise diese Lags. Aber die sind nicht nur dadurch verursacht. Wir haben einen komischen Fehler gefunden, den wir nicht so ganz in den Griff bekommen. Ich glaube, der ist irgendwo ein bisschen SCS-abhängig. Wir haben es jetzt hingekriegt, dass der Fehler raus ist, aber so ganz überzeugt bin ich nicht von der Geschichte und das sind nämlich die Wassereffekte. Die geben teilweise noch ein paar Problemchen und dort, wo viel Wasser ist, viel Wasser gesetzt ist, dort kann es dann mal zu Ruckeleien kommen. Sollte aber in der Dreier relativ weniger dann sein. Also Gefahr erkannt, nicht ganz gebannt, aber deutlich verbessert. Nicht ganz gebannt. Ich hoffe, das Band SCS mit Patch 1.4, weil da hapert es noch ein bisschen, was die Wassergeschichten angeht. Ich meine, ich habe ja Rom angesprochen und liegt es vielleicht daran, dass es einfach ein bisschen zu groß ist, einfach schon ein bisschen extrem groß ist? Ist es da nicht sinnvoller, das zu verkleinern oder hat es dann gar nichts mit zu tun? Nee, also wie gesagt, wir haben das, was in Rom die Lags verursacht, wir haben da einige Mover eingesetzt, also animierte Modelle von Leuten, die über Brücken gehen oder irgendwelche Flieger, die ranfliegen und so. Es ist ja auch der Flughafen drunter direkt an die Stadt gebaut mit ziemlich viel Flugverkehr und so. Das sind halt Sachen, die ein bisschen zu Lags bringen. Ne? Aber Also mit dem Lag kann ich. das kann man nicht großartig vermeiden. Was die andere Geschichte angeht, die Abstürze, die es in der 2.0 und so gab, wie gesagt, wir haben das auf ziemlich starken Systemen getestet. Das haben wir eigentlich entschärft. Jetzt sollte mit der 2.2.1 nicht mehr vorkommen. Und ein bisschen Lags, damit muss man leben. Ich könnte jetzt bei Rom zum Beispiel alles Mögliche an Movern und Flugzeugen und so weiter rausnehmen, aber dann steht halt das Ganze auch wieder steril aus. Ne? Man muss halt Ja. immer einen Kompromiss finden. Wie mache ich es? Ne? Ja. Seid ihr auch irgendwie limitiert durch den Programmcode? Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist eure Karte irgendwann mal zu groß für das, was die da jetzt programmiert haben. Ja, dadurch sind wir sogar ziemlich stark limitiert. Also, wenn du bei uns auf der Map fährst, überhaupt wenn du mit JPM fährst oder so, dann hast du sicher schon die Erfahrung gemacht, dass du den Grundspeicher vom Spiel erhöhen musst. Ja. Durch diese
Abkürzung, die wir da gemacht haben, also dieses Pool Size, was man bei der Exe dazu fügt. Ja. Und wie gesagt, irgendwann werden da sicher die Grenzen kommen. Ich weiß es nicht. SCS arbeitet ja angeblich daran, dass die Engine verbessert wird, dass sie leichter wird, dass die Sachen nicht mehr so viel Speicher brauchen. Dann kann es durchaus sein, dass das kein Problem ist. Also ich denke jetzt weniger, es wird ein Problem werden von der Größe von der Map her. Ich denke mal, die werden wir noch ganz gut ausbauen können. Was allerdings ein Problem wird, sind die Zusatzgeschichten. Also mehrere Trucks reinbringen, mehrere Trailer reinbringen. Das sind die RAM-Fresser im Spiel. Ja. Und da denke ich mal, sind wir jetzt schon so fast an einer vernünftigen Grenze noch, ja, durch diese RAM-Erweiterung. Aber wenn wir jetzt noch großartig drüber hinausgehen und noch mehr Trailer reinschmeißen und noch mehr Trucks, ich habe zum Beispiel auf meiner Festplatte 30, 40 Trucks liegen, wo ich nur die Modder anschreiben müsste. Wie schaut's aus? Ich habe die Trucks umgeschrieben, für mich privat, sind so umgeschrieben, dass sie auf meiner Map funktionieren. Wollt's, dass ich sie einbaue? Also ich könnte die alle rausschmeißen, wäre kein Problem. Nur ich denke mal, das Spiel stürzt dann alle 10 Minuten ab. Und deswegen werde ich für die Zukunft, was Zusatzsachen angeht, die eher rausnehmen und als Einzelpacks zur Verfügung bieten, ne, zur Verfügung Ja. stellen, als alles in ein Paket zu schmeißen, weil es wird sonst einfach zu groß. Es sei denn, SCS hat da wirklich den Geniestreich und bringt da eine super Engine mit 1.4 und wir können auf all das verzichten, aber sonst müssen wir da ein bisschen Abstriche machen, also was die Zusatzsachen angeht. Map selber, denke ich, ist weniger das Problem.